Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted. Ich bin Gesuanji und das letzte Mal, was haben wir denn da gemacht? Ich glaube, wir haben Case ausgeschaltet und man hört schon das erste Mal heute mit meinem Großmembranmikrofon dran. Und das ist nicht die einzige Neuerung, denn wir sind diesmal nicht alleine, denn mit dabei ist der beste, der ultra beste Mensch der Welt. Oh mein Zumindest Gott. Sollte der kommen. Leider hatte der keine Zeit. Stattdessen ist Ultraforce da. Hi. Ja, ich dachte mir schon, dass sowas kommt. hallo Leute. Ich dachte, ich habe jetzt Tränen in den Augen, dass du wirklich in der Ansicht warst, ich bin der beste Mensch der Welt, aber nein! Da musste ich deinen Triumph gleich wieder zunichte machen. Ja, ich hatte jetzt schon wirklich Tränen in den Augen. Ich dachte mir endlich, die Welt wird es anerkennen, aber nein, kommst du her und zerstörst mein Lebenstraum. So bin ich. Ja, egal. Zerstör so vor mich hin. Tja, zumindest haben wir das letzte Mal Case fertig gemacht. Diesmal gehen wir Ming auf den Sack und im Hintergrund natürlich geile Musik. I am Rock. Ja, dann machen wir doch, was machen wir denn? Martin, du darfst entscheiden, was wir als erstes machen. Okay, ich würde sagen, du machst zuerst mal die zwei Radarfallen. Radarfallen? Ja. Okay. Die zwei Radarfallen, die sind nämlich immer cool. Radarfallen sind übrigens meine Lieblingsrennen immer gewesen, neben den Sprintrennen. Was meine absoluten Hassrennen waren, das war die KO-Rennserien-Teil-Dinger. Echt? Ja, also keine Ahnung, ich hab zwar immer gewonnen, aber es ist trotzdem irgendwie. Da musst du immer so oft fahren, dass es so lag. Lol? Ja, warum bleibst du stehen, ne? Das ist die Frage, ich drück wie ein Bekloppter auf. Hallo? Ja, hast du vielleicht deinen Controller angesteckt? Ja, hört man das? Ja, man hört. Lol? Alles klar, warte mal. Irgendwas mal, stimmt da nicht. Hast du Bester Start ever. Aber du steuerst gerade schon mit dem Controller, oder? Eigentlich schon, ja. Ja, die Steuerung wurde komplett umgestellt. Was ist denn jetzt los? Geh mal hoch. Geh mal hoch. Fast 1. Du beschleunigst mit A. The fuck? Warte mal, das müssen wir gerade mal umstellen. Wie geht denn das? Live in der Aufnahme, meine Damen und Herren. Drücke eine Taste hier, zack, bremsen. Hier nach links. So nach rechts. So. Handbremse. A. Speedbreaker, hier, Nitro, B, runterschalten, X, Superstart, ganz super, ups, Wagen zurücksetzen, hier, Event starten, hier, Blacklist betrachten, hier, Weltkarte betrachten, sagen wir einfach mal links und SMS betrachten, rechts und nächster Song brauchen wir nicht, Kamerawinkel, ach stimmt, es wurde ja gefragt nach dem Kamerawinkel. Den sollte ich ja verändern. Mach es doch einfach mit der Tastatur, indem du auf C drückst oder so. Das ist eine gute Idee. Machen wir einfach mal auf 8. Oh, geht nicht. Leer? Geht auch nicht? Ja, du weißt schon, das ist die Konfiguration für deinen Xbox-Controller und nicht für die Tastatur. Stimmt ja. Spacko. nach hinten schauen brauchen wir auf jeden Fall mal hier. Das stimmt. Zack. Okay, dann hätten wir das schon mal. Ja. Möchtest du die behalten? Ja. Gut, yes, und bei dem Anlass können wir gleich mal das Rennen neu starten. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Alles klar, jetzt geht's. 3, 2, 1, go! Go, das Rennen beginnt. Radarfallenrennen Numero Uno in dieser Aufnahme. Mit einem unglaublich schönen Mitsubishi Eclipse irgendwas. Ach ja, genau. Und mir ist aufgefallen, liebe Leute, ihr habt natürlich alle vollkommen recht. Der Porsche ist nicht scheiße, ich habe nur die Einstellungen versaut vom Porsche. Das war nämlich so, ich habe im Leistungstuning rumgespielt und unglaublich Handbremse gezogen anstatt Nitro gedrückt. Und unglaublich talentiert wie ich bin, habe ich natürlich im Leistungstuning das Handling so hochgestellt und es nicht gerafft irgendwie, dass der Wagen eben driftet ohne Ende. Oh Gott. Und dann habe ich voll aufgeregt so über den Porsche und so, oh scheiß Auto, ich hasse das Teil. Na, und alle Leute in den Kommentaren lachen mich aus. Oh, 266 km/h, das ist doch schön. Und die Highlight-Kamera. Yay. Und das Auto ist nicht kaputt gegangen, nachdem es so auf die Straße geflogen ist. Natürlich ist das nicht. Und ich würde sagen, nach dem Rennen probieren wir dann gleich nochmal den Porsche aus. Ja, kannst du ja machen. Das würde mich jetzt dann auch mal interessieren, wie du es jetzt eingestellt hast. Und das ist ja, ich habe es vollkommen versaut irgendwie und habe es nicht gerafft. Ach ja, und nochmal Dankeschön übrigens an, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, an denjenigen, der mir die Videoantwort geschickt hatte, wie man denn richtig um
mit dem Speedbreaker um Kurven fährt, was ich jetzt hier natürlich eindrucksvoll schon mal bewiesen habe, dass ich es nicht verinnerlicht habe. Das probieren wir dann gleich nochmal. Hier brauchst du keins. Ganz warum leicht nur lenken. Ja, ich will es nur mal, ich will's nur mal testen. Das waren unter 100 km/h. Nee, warte, das waren unter 200 km/h. Da brauchst du auch keinen Speedbreaker. Ja, schon. Ich wollte jetzt nur mal ausprobieren, ob das denn auch so geht, wie ich mir das vorstelle. Und es geht tatsächlich. Ja. Ja, also nochmal vielen Dank für die Videoantwort. Hui. Ich hab's gesehen, ich hab's auch geliked, das Video. Das konntest du nicht liken, weil die Bewertungen aus waren. Ich hab's trotzdem geliked. Auf Facebook geshared, auf Twitter geliked. Weißt du, man kann auch den Like-Button drücken, obwohl da die Like-Bar gar nicht da ist, ja? Und sowas mach ich dann. Das ist mir egal, das ist einfach nur ein Zeichen des guten Willens. Ah ja, okay. Ja. Ich hoffe übrigens, dass der liebe Ultraforce laut genug ist und wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm, weil was der sagt, ist sowieso nicht so wichtig. Ja. Charmant! Wie EOT. Bam! Zumindest haben wir das Rennen gewonnen. Sieger, Gesamt 1266 km/h, Prämie 12.000. Boah, ordentlich abgesandt. Ja, das ist schon mal nicht von der Hand zu weisen. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht von der Hand zu weisen. Ja, lieber Ultraforce, bring doch mal ein bisschen Niveau hier rein. Okay, also... Ich würde sagen, wir nehmen jetzt das nächste Rennen. Ja. Okay. Was darf es denn sein, der Herr? Okay, dann machen wir hier so ein, nicht Radarfallen-Rennen, sondern so ein Checkpoint-Rennen. Wie heißt es? Checkpoint-Rennen. Mautstellen-Rennen. Mautstellen, genau. Ah, ich hab das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt. Also erst vor 5 Minuten eigentlich, aber... Ja, da muss ich dann... Zeitverständnis, 5 Minuten, lange Zeit. Ja, es ist so unglaublich lange her. Nee, ich hab's jetzt zum ersten Mal mit Controller gespielt. Und ach, verdammt. Mir fällt auf, ich habe jetzt schon wieder den Porsche vergessen. Ja, ich weiß, wenn man sich so gut erinnere unterhält, mich dann vergisst. Ja, wenn man sich, weiß, wenn man sich so gut unterhält, dann ist das einfach, da ist dann alles zu spät. Ja, aber egal, der Mitsubishi Eclipse ist ja auch ein schönes Auto, vor allem in Rot. Und vor allem in Rot, was sagst du denn zu meiner Lackierung überhaupt? Ja, ich finde die Lackierung gut, aber ich finde, persönlich finde ich den Hexboiler ein bisschen hässlich. Ja gut, aber das ist ja Need for Speed Most Wanted irgendwie so ein chronisches Problem, ne? Alle Hexboiler sehen irgendwie komisch aus. Es gibt zwei Hexboiler, die, wie ich finde, recht gut aussehen. Kannst du ja mal nachher, zeigen. Okay, wir können ja mal ein bisschen tunen. Ja. Das sind eigentlich so die komplett schlichten Hexboiler, ja? Und, gut, okay, in beispielsweise jetzt Need for Speed Undercover und was es da auch alles gibt, wo man halt noch tunen kann, Carbon. Da kam natürlich hier mit diesem Autosculpt oder wie das heißt. Das ja, Autosculpt, genau, das fand ich eben auch richtig praktisch. Ja, und aber hier sehen dann, keine Ahnung, das sind die Autos so breit und die Spoiler sind da so klein hinten drauf und das sieht dann so aus. Ich weiß nicht, wie du es jetzt findest, aber ich fand's. Ja, nee, ich finde schon, dass du da ultra recht hast. Der Ultra hat ultra recht. Ja, das ist unglaublich. Muss man eigentlich mal dazu sagen, wir haben eine ultra effiziente Konstruktion gebaut, wie der liebe Ultraforce meinen Spielverlauf hier verfolgen kann. Ja, also er wollte ja eigentlich über Skype Bildschirmübertragung das machen, da das aber nicht funktioniert, hat er sich einfach kurz halt entschlossen, seine Webcam anzumachen und jetzt werde ich, beziehungsweise sehe ich einfach so ganz provisorisch über seine Webcam, seinen Bildschirm, während er spielt. Was natürlich den Nachteil hat, dass ich seinen Sound nicht höre, aber das ist ja eher zweitrangig, da ich ja eher mit ihm quatsche. So, ich muss jetzt trotzdem mal hier den Sound ein bisschen runterschalten, weil... Ja, ich glaube, das ist angenehmer. Ja, ich weiß jetzt nicht. Also ich höre jetzt nichts, aber... Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht zu leise ist, aber ich habe in der letzten Aufnahme irgendwie das Phänomen verfolgt, dass das Spiel ein bisschen laut war. Okay. Ich hoffe mal, dass es jetzt so passt, liebe Leute. Und jetzt natürlich Qualitätscheck. Das ist jetzt natürlich dann die Frage, das müssen wir nachher mal machen. Erinnerst du mich mal dran, Martin? Ja. Mit dem Großmembran, ne? Ja, ja. Weil mein Großmembran hat ja so einen wunderhübschen Schalter und der Schalter besagt, hier, du klingst wie Arnold Schwarzenegger oder du klingst wie Mickey Mouse. Und das müssen wir jetzt dann eben mal ausprobieren, inwiefern das eben besser oder schlechter ist. Ja, das oder heißt, wenn man jetzt während der Fahrt ist natürlich ein bisschen dumm umzuschalten, aber dann im Menü. Ja, wenn man es dann aber auch normal sagen will, also es ist so, dass Matthias an seinem Mikrofon bzw. an seinem T-Bone SC450, war das richtig? Ja. Ich denke, dass er dort quasi den Bass ein- und ausschalten kann. Ganz genau. Und ich persönlich finde ja, dass sich seine Stimme mit Bass irgendwie besser anhört, aber... Oh, maskulin. Ja, Mann. Oh, Monika. Ja,
Aber Geschmäcker sind ja nun mal verschieden und deshalb... Richtig. Kann es ja sein, dass euch zum Beispiel die Stimme ohne Bass oder mit weniger Bass besser gefällt. Oh, nein, durch den Tunnel. Ich hasse den Tunnel. Ich versuche den zu vermeiden, wann es nur geht. Wieso? Der Tunnel ist doch einfach. Das ist immer so eine Sache mit mir und Tunneln in Need for Speed. Ah ja, stimmt. Hast du mir auch erzählt, dass du in Need for Speed Undercover zum Beispiel immer bei dem einen Tunnel gegen die Wand gefahren bist. Ganz genau. Da gab es in Need for Speed Undercover einen Tunnel. Wer mein Let's Play davon gesehen hat, der wird es wissen. Da gab es einen Tunnel und ich hasse diesen Tunnel. Da gibt es in der Mitte solche, ja, Pfeiler oder wie auch immer man das sagen will, ne? Stützen. Und Stützen, Säulen, was auch immer. Und ich bin da jedes Mal dagegen gefahren. Ich hasse diese Dinger. Und das ist eben jetzt hier irgendwie das Pendant zu diesem... zu diesem Tunnel. Achtung, ja, aber du hast es ja unruhig geschafft, ne? Also, wie wär's, wenn du jetzt erstmal deinen neuen Porsche nimmst? Ganz genau. Wir nehmen jetzt mal den Porsche. Daran zu erinnern, dass du doch den Porsche zeigen wolltest, dass der jetzt so unglaublich gut ist. So, hier hätten wir auf jeden Fall schon mal den Porsche. Der Cayman. Porsche, mein Popschutz. Wackelt, wenn ich Porsche sag. Okay. Ist es der vom Baron? Nee, das ist der, den ich gekauft habe. Ah, okay, weil der Baron hat ja... Du guckst mein Let's Play nicht. Schäm dich, Mensch. Was? Du guckst mein Let's Play nicht. Ja, tut mir leid, ich guck dein Let's Play halt nicht. Ich hab das Spiel selber... Okay, und jetzt warte mal. Jetzt pass mal auf, ich fall dir einfach mal ins Wort. Und jetzt machen wir mal den Test, liebe Leute. Ihr schreibt jetzt mal, wollt ihr Bass? Wir stehen momentan auf Bass-Einstellung. Oder wollt ihr... Knack, jetzt ist der Bass raus. Findet ihr das so besser oder findet ihr es, wie es vorher war, besser? Einfach mal in die Kommentare schreiben, Bass oder ohne Bass. Und das ist hier die Frage. Ich mache ihn jetzt erstmal wieder an. Und wir gehen mal in die freie Fahrt. Du könntest ja aber auch mal ein komplettes Rennen ohne Bass sprechen. Also quasi den Bass für ein Rennen rausmachen. Dass sie dann könnt quasi ein bisschen mehr Referenz haben, um das zu unterscheiden. Könnte ich auch machen. Okay, dann machen wir jetzt mal den Bass raus. Zack, Bass ist raus und jetzt muss ich nur mal gucken. Ich will ja hier auf alles eingehen, was ich nur so bekomme. Steuerung. Mhm. Tastatur, Kamerawinkel ändern. Ist, glaube ich, auf C. Kamera zurückziehen, P. Kamerawinkel ändern. Kamerawinkel ändern, C. Ja. Okay, was haben wir denn da? Wo ist denn meine C-Taste? Da. Ah, super. Prima. Ja, so bin ich es irgendwie auch von der GameCube damals noch gewohnt. Ja, das ist die beste Ansicht überhaupt, finde ich. Okay, dann machen wir das mal so. Die Weitwinkel, nee, keine Ahnung, wie die heißt. Der weite Winkel. Ja. Hui! Und wie du siehst, der Wagen hier, zack, ja, der fährt halt extrem. Der ist echt. Und in den Kurven fängt er halt dann echt extrem an zu driften. Wow, wie man hier vorm schön schon mal nicht sehen kann. Zeig das doch mal deinen Zuschauern. Warte mal, ich zeig das mal. Wow, du hast mal das. Ja, gut. Ich hab das halt voll versaut irgendwie. Ja. Und nicht gerafft. So, machen wir es einfach mal so. So. Schon besser. Ja. Keine Ahnung, also ich hab im Leistungstuning eigentlich nur am Nitro ein bisschen rumgespielt immer. Und ansonsten habe ich alles meist auf normal gelassen. Also auf Standard. Also der Mittelwert. Und ja, mir hat es dann eigentlich auch meist immer. So gepasst, wie es gerade gewesen ist. Okay, komm, fahren wir doch einfach mal ein Rennen. Ja. Was darf es denn sein, Meister? Mach mal ein Drag-Rennen. Oh, ein Drag-Rennen. Ich habe es gerade gesehen, dass du auch Drag-Rennen fahren kannst jetzt. Und das ist ja eigentlich auch was ganz Nettes, so ein Drag-Rennen. So ein Drag-Rennen, das ist ja eigentlich schon immer so ein ziemlicher Dreck, ne? Ja, ja. Vor allem, weil es Drag und nicht Drag heißt. Drag-Rennen. Ja. Ich hasse das. So, oh. Perfekter Start. Unglaublich. Perfekt geschaltet. Ach, ich bin ja so gut. Perfekt geschaltet. Und gut geschaltet. Ja, passiert. Ja. Was ist los? Passiert auch mal den größten Meistern. What the fuck? What the fuck? Wow. Wow. Das war jetzt nicht so toll. Schön noch einen mitgegeben. Ja, das braucht meist immer ein, zwei Anläufe, bis du das Rennen dann perfekt schaffst, beziehungsweise dann richtig schaffst. Zumindest ist es bei mir so. Oh, das war ein Los. Das war ein Scheiße. Was ist das denn für eine Karre da vorne? Alter. Das dürfte ein Ford GT sein. Meinst du? Ja. Was ist das denn jetzt hier? Alter. Massenkarambolage. Da will mich doch einer verarschen. Unglaublich, ey. Unglaublich.
Ja, können wir eigentlich schon in die Tonne treten? Ja. Wow. Na, vielleicht noch. Das war knapp. Oder? Ja. Ja, doch. Ich hab gedacht, das ist ein bisschen länger. Na, wieso? Drag-Rennen, Viertelmeile? Ja. Na, egal. Es gibt auch die eine Meile Drag, die zum Beispiel in. Ach, wie heißt das Spiel? Da muss ich mal eben umdrehen und mir mal egal gucken. Need for Speed Pro Street. Da gibt's ja, glaube ich, auch den eine Meile Drag.